Ich bin Claudia Meicher. Ich durfte für uns Bündnisgrüne die Themen Hochschule, Wissenschaft, Kultur und Medien verhandeln. Wichtige Bereiche, weil von denen lebt unsere Demokratie und wir haben richtig viel erreicht. Wir haben für eine breite und vielfältige Hochschul- und Wissenschaftslandschaft gekämpft, mit guten Arbeitsbedingungen und Studienbedingungen, mit innovativen Forschungsmöglichkeiten und mit Chancengleichheit. Und ganz konkret heißt das für den Bereich, wir werden eine erhöhte und dynamisierte Grundfinanzierung haben. Die Studienplatzbegrenzung ist vom Tisch. Es wird mehr Frauen in Wissenschaft geben. Wir werden die verfasste Studierendenschaft endlich wieder haben. Es gibt attraktive Arbeitsbedingungen auch jenseits der Professur. Und die Studierendenwerke können Wohnraum schaffen für Studierende. Im Bereich Kultur ein ganz wichtiger Punkt, weil wir wollen nicht nur Bestehendes erhalten, sondern vor allen Dingen auch Neues fördern und ermöglichen, damit Sachsen eine Kulturgesellschaft wird. Und das bedeutet konkret, es wird ein Programm für innovative Kulturorte geben. Die Interkultur bekommt endlich einen Raum in der Kulturförderung. Die Frauen werden in Kunst und Kultur eine wichtigere Rolle spielen. Die Kulturräume erhalten mehr Mittel, genauso wie die Kulturstiftung, um Neues zu ermöglichen. Wir werden eine faire Entlohnung für Kulturschaffende haben, dort, wo der Freistaat Kultur fördert. Und wir werden auch die freie Szene, die Soziokultur, die Bibliotheken und Museen stärken, vor allen Dingen auch in der wichtigen Arbeit der Provenienzforschung. Und für mich ganz wichtig auch die Aufarbeitungs- und Gedenkstätten in Sachsen bekommen ein viel größeres Gewicht, um die Unrechtsgeschichte, die Gewaltverbrechen in der sächsischen Geschichte aufzuarbeiten. Die Medienfreiheit ist ein weiteres wichtiges Thema in Sachsen, denn wir werden uns ganz gezielt gegen jeden Angriff auf die Medienfreiheit, auf Journalistinnen und Journalisten entgegenstellen. Es wird das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit gestärkt und Bürgermedien und freie Radios bekommen mehr Unterstützung und Förderung. Wir Grüne, wir Bündnisgrüne sind angetreten, um nicht nur das natürliche Klima zu schützen, sondern auch das gesellschaftliche Klima. Und wir haben einen Koalitionsvertrag mit Maßnahmen drin, der genau das macht. Wir werden dort Änderungen haben, ein anderes Sachsen, wo es notwendig ist. Und wir werden das erhalten, was wichtig ist für eine humane, für eine umweltschützende, für eine moderne, für eine innovative, vielfältige, weltoffene Gesellschaft. Und wir haben in den letzten Wochen sehr viel dafür gearbeitet als Bündnisgrüne. Wir haben erfolgreiche Maßnahmen in dem Koalitionsvertrag verhandelt, den wir gemeinsam mit den Partnern umsetzen wollen. Und das jetzt zu machen, das zu gestalten, das anzupacken, dafür lohnt es sich, die nächsten Jahre zu arbeiten.